Radio MK Podcast, der Morgen mit uns. Eishockey kommt ja im normalen Schulsportunterricht eher selten vor. Im Mendener Walburgis-Gymnasium könnte das bald anders aussehen. Die Spieler der Iserlohn Roosters, der Eishockeymannschaft, wollen dort nämlich mal im Sportunterricht vorbeischauen. Und zwar, um Fairness im Umgang miteinander zu fördern. Das Ganze ist ein deutschlandweites Projekt des Malteser Hilfsdienstes. Und Jennifer Formasso aus der Redaktion hat sich gestern mit den Teilnehmern dieses Projekts unterhalten. Schönen guten Morgen, Jenny. Guten Morgen, Nicole. Jenny, die Iserlohn Roosters, der Malteser Hilfsdienst, Iserlohn Menden und das Walburgis-Gymnasium in Menden wollen bei diesem Projekt mitmachen. Was haben die genau vor? Die wollen zusammen fit in Fair Play werden. Sie wollen mitmachen bei einem bundesweiten Netzwerk bei dem Pilotprojekt, das heißt eben Fit in Fair Play. Und das gibt es in 15 Städten, in denen Mannschaften der Deutschen Eishockeyliga spielen. Dort arbeiten dann Schulen, die Eishockeyvereine und die Malteser Ortsgruppen in Projekten zusammen. Und Ulrich Brackwey von den Maltesern in Iserlohn-Menden hat mir erklärt, wie genau das hier im Märkischen Kreis ablaufen soll. Es gibt verschiedene Kombinationen. Einmal die Malteser bemühen sich, in den Schulen Schulsanitätsdienste aufzubauen und auch das Thema Erste Hilfe und gegenseitige Hilfsbereitschaft zu vermitteln. Die Eishockeyclubs werden wiederum eine Sozialaktion der Schulen unterstützen, in diesem Fall einen Hungermarsch für bedürftige Kinder in Bolivien. Und die Schulen werden auch zu einem Maltesertag eingeladen am 9.3., wo quasi dann die gesamte Aktion hier im Eisstadion noch einmal vorgestellt wird. Der 9.3., das ist der Tag, an dem die Roosters gegen die Berliner Eisbären spielen. Dazu werden 500 Schüler und 70 Malteser eingeladen und die können sich da dann auch selber präsentieren. Na gut, dass es also kein Spiel gegen Düsseldorf ist, da wäre ja dann irgendwie mit Fairplay, es wäre etwas schwierig. Also mit dieser Fit-in-Fairplay-Aktion soll ein faires Zusammensein gefördert werden. Wie genau soll das denn funktionieren, Jenny? Es sollen Anti-Gewalt- und Anti-Mobbing-Aktionen stattfinden, zum Beispiel im Sportunterricht. Die Schulleiterin Schwester Maria Thoma-Dieko vom Walburgis-Gymnasium findet, dass das der richtige Ansatzpunkt für Jugendliche ist. Also ich glaube, dass der Sport einfach ein Ort ist, der vielen Jugendlichen am ehesten nahe bringt, was Fairplay heißt. Und dass darüber ein ganz hoher Motivationsfaktor ist. Und von daher freue ich mich, dass die Roosters zu uns in die Schule kommen werden, einfach in der Sporthalle mit Schülern was machen werden. Ja, die Veranstalter erhoffen sich von den Roosters-Spielern eine Vorbildfunktion. Die Roosters sind ja ein Aushängeschild der Region. Und wenn die den Spielern jetzt was über fairen Umgang miteinander erzählen, ist das möglicherweise was anderes, als wenn die Lehrer das tun. Soweit die Theorie. Was erwarten denn die Schüler von den Spielern der Iserlohn Roosters genau? Die haben ganz konkrete Vorstellungen. Nils Sammler, der als Schüler bei dem Projekt mitmacht, ist jedenfalls schon gespannt auf den Besuch der Roosters-Spieler. Zum Beispiel, dass sie dann mit uns am Sportunterricht teilnehmen und uns zum Beispiel verschiedene Techniken zeigen, wie die zum Beispiel mit ihren aufgestauten Aggressionen umgehen, wenn die jetzt zum Beispiel gefoult werden oder so. Außerdem wollen die Schüler sich Regeln für das Miteinander in der Schule überlegen. Die Schulleiterin überlegt mit ihnen gemeinsam, die Hausordnung zu modernisieren. Die Eishockeyspieler der Iserlohn Roosters wollen für einen fairen Umgang untereinander werben. Die Infos kamen dazu von Jenny von Masso. Vielen Dank, Jenny. Unsere Radio-MK-Reporterin Christina Renzing macht ja heute mit uns zusammen den Schneewegschiebehasen. Sie konnten sie anfordern, entweder zum Bürgersteig freischippen oder zum Auto freischaufeln. Und ich weiß, dass Christina unter anderem zu einer Familie in Hemau unterwegs sein wird, wo es nicht nur ums Schneeschippen geht, sondern auch noch um eine ganz andere Überraschung. Welche? Sag ich aber noch nicht. Fräulein Christinas Gespür für Schnee begleitet uns heute bei Radio MK am Morgen. Schön, dass Sie auch dabei sind. Ich bin Nicole Flüssel und wünsche einen schönen Donnerstagmorgen. Hier ist Radio MK am Donnerstagmorgen und unsere Reporterin Christina Renzing macht uns ja heute den Schneewegschiebehasen und ist unterwegs in Hema. Und da ist eine Familie, da will sie nicht nur Schnee schippen, sondern hat auch noch eine ganz besondere Überraschung. Christina, ihr seid ja jetzt gerade eben angekommen, das Ganze wird eine Geburtstagsüberraschung. Wie weit bist du denn? Guten Morgen, Nicole. Wir müssen ein bisschen leise sein, damit wir die Überraschung nicht verderben. Momentan bereiten wir unseren Geburtstagskuchen vor. Da kommen jetzt die Kerzen drauf und dann gehen wir zur Tür, um ihn zu überraschen. Also bis gleich. Dankeschön, Christina. Nicht verraten. In Hema ist irgendwo, ich verrate schon mal, ein Mann, der Geburtstag hat. Und dem werden wir als Geburtstagsgeschenk von Radio MK heute Morgen das Auto freischaufeln. Natürlich sind wir nur dahin gefahren, weil wir auch ein Stück Geburtstagskuchen abstauben wollen. Ich hoffe, Christina lässt was übrig und bringt was mit nachher in die Redaktion.
Hier ist Radio MK. Schön, dass wir diesen Tag zusammen anfangen. Ich hoffe, Reinhard und Claudia aus Herscheid liegen jetzt schon wieder im Bettchen. Denn diese E-Mail hier ist heute Morgen um 4.51 Uhr im Radio MK Sendestudio eingegangen. Guten Morgen. Wir waren gestern Abend in der Köln Arena zum Konzert, das bis 23 Uhr ging. Und wegen des Schnees sind wir erst um 2.40 Uhr heute Morgen im Bett gewesen. Leider musste mein Mann schon um 4 Uhr wieder aufstehen, da er in Herscheid Winterdienst macht. Wir hoffen, dass Petrus Erbarmen hat und heute Morgen keinen neuen Schnee mehr schickt, damit mein Mann nach der ersten Schneeräumrunde noch etwas Schlaf nachholen kann. Viele Grüße an alle fleißigen Winterdienstler, die sich durch die Schneeverwehungen in Herscheid und Umgebung quälen müssen, damit alle pünktlich und wohlbehalten das Haus verlassen und zur Arbeit kommen können. Alles Gute auch ans Radio MK-Team, vor allen Dingen an die Schneefee, die sich bei der großen Schneemenge bestimmt sehr plagen muss. Grüße von Claudia aus Herscheid. Danke für diese E-Mail, Claudia. Ja, unsere Schneefee ist ja unsere Radio-MK-Reporterin Christina Renzing. Und die steht kurz vor ihrem ersten Einsatz, und zwar in Hema jetzt gleich heute Morgen. Und ob sie sich da wirklich plagen muss, das hören wir gleich in ein paar Minuten hier bei Radio MK. 100% schneefrei gibt's heute bei uns. Wir haben unsere Radio-MK-Reporterin Christina Renzing schon ganz früh losgeschickt, um sie zu überraschen. Lassen Sie sich die Scheiben freikratzen oder die Einfahrt freischaufeln. Und dabei startet dieser Donnerstag auch noch mit einer Geburtstagsüberraschung. Denn ein Mann in Hema bekommt heute nicht nur den Schnee weggefegt, sondern auch noch ein Ständchen von dir. Christina, bist du startklar für die erste Überraschung? Guten Morgen, Nicole. Guten Morgen. Ja, ich bin bereit. Wir stehen jetzt endlich vor der Haustür von Familie Luschek und sie wartet quasi darauf, dass sie geöffnet wird. Und wir haben bereits unsere Stimmen geölt für den Geburtstagsgesang. Und jetzt, Moment, ich suche die Klingel. Da ist sie. Und jetzt klingeln wir. So, die Klingel klingelt. Und ich glaube, ich höre da auch schon Schritte. Jetzt hoffen wir mal, dass das Geburtstagskind auch gleich an die Tür kommt. Derweil brennen die Kerzen von unserer Geburtstagstorte nieder und tropfen ein bisschen auf den Kuchen. Und ich hoffe, das Geburtstagskind lässt ein bisschen auf sich warten, aber er kommt bestimmt gleich. Und jetzt kommt er an die Tür. Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, lieber Herr Luschek! Happy Birthday to you! Alles herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Herr Luschek. Ich bin Christina Renzing von Radio MK. Was glauben Sie denn, warum wir jetzt gerade hier vor Ihrer Tür stehen? Weil meine Frau so verrückt ist und bei Ihnen angerufen hat. Ganz genau. Und warum sie angerufen hat, das erzählt uns am besten jetzt Ihre Frau. Weil heute 100% Schneefreiheit ist. Das heißt, wir werden jetzt Ihre Einfahrt freiräumen oder Ihr Auto freikratzen. Das dürfen Sie sich als Geburtstagsgeschenk jetzt aussuchen. Die Einfahrt freiräumen. Gut, wir machen uns an die Arbeit. Die Würfel sind gefallen. Wir machen die Einfahrt frei. Und wenn das passiert ist, dann melden wir uns wieder. Bis gleich. Christina, der Mann hat Geburtstag. Da wirst du ihm doch wohl beides schenken. Obwohl, Frau Luschek, super Idee, dieses Geburtstagsgeschenk. Ich denke mal, einfacher kommen Sie aus der Geschenkenummer nicht mehr raus. Buchen Sie uns einfach als Schneeweg-Schiebefee. Christina Renzing ist für Radio MK unterwegs. Hier ist Radio MK am Donnerstag. Wir haben in der Nacht frischen Schnee bekommen im Märkischen Kreis und unsere Radio MK-Reporterin Christina Renzing nimmt uns heute Morgen mit zu Ihnen nach Hause. Denn Sie konnten sie ja anfordern zum Schneefreischippen und wir haben jetzt gerade einen Mann in Hema, der Geburtstag hat. Familie Luschek nämlich ist das und Thomas Luschek hat heute Geburtstag und da hat sich seine Frau Claudia gedacht, bevor ich ihm jetzt was Wildes schenke, rufe ich doch einfach mal Frau Renzing an, dann kommt die vorbei. Und genauso ist es auch. In der E-Mail, die Claudia Luschek gestern geschrieben hat, steht, ob man vielleicht auch die 4 Stufen zur Haustür freischippen könnte für die Gäste. Also Christina, ich finde, das ist ja jetzt nicht so viel. Wie weit bist du denn da? Hallo? Die letzte Schaufel ist geschippt. Der Gehweg hoch zur Tür ist frei. Er glänzt jetzt wieder und man erkennt auch wieder die Gehwegsteine. Der Gehweg selber, da muss ich noch ein bisschen dran tun, aber ich glaube, Herr Thomas Luschek aus Hema muss jetzt langsam zur Arbeit. Herr Luschek, sind Sie denn soweit zufrieden mit meiner Arbeit? Super, total klasse. Ich freue mich. Jetzt kann ich ganz entspannt zur Arbeit fahren, ohne nasse Schuhe, ohne nasse Jacke. Es ist alles erledigt. Vielen, vielen Dank euch.
Ich habe oben auch schon gesehen, Sie haben da ganz viel Torte stehen. Was kommt denn heute Nachmittag noch als Geburtstagsüberraschung bei Ihnen? Ja, am Nachmittag kommen Eltern, Schwiegereltern, Bruder zum Kaffee und abends kommt dann die ganze Clique zum Feiern und gemütlich zusammensitzen. Ja, die kommen dann ja sicher dahin. Ich bin noch ein bisschen außer Atem, muss noch die letzten Reste hier wegräumen und dann satteln wir unseren Radio im Karwagen und düsen weiter zu unserem nächsten Kunden, denn der wartet schon auf uns. Damit zurück zu dir. Danke, Christina. Frag, ob du Kuchen mitbringen kannst. Hallo, guten Morgen, Carsten. Morgen, grüß dich, hallo. Na, du kleine Schneeflocke. So. Ja, so eine Begrüßung hier, ja. Ja, die Schneeflocke hat es aber irgendwie schwer, ne? Ich meine, im Nordkreis haben wir so ganz leicht immer Null. Ich hatte das ja gestern schon angedeutet. Das wird so ein bisschen matschig und das wird uns auch im Tagesverlauf bedeuten. Also nicht ganz so freundliches Wetter für die Schneeflocken sozusagen im Nordkreis. Im Südkreis ist es kein Thema, da sind wir unter Null und da ist es weiterhin frostig den ganzen Tag über. Da fühlt sich die Schneeflocke wohl, also die Schneeflocke muss dann in den Südkreis. Ne? Rüberfliegen, ja. Genau. Stimmt, heute Morgen beim Auto freischaufeln war es schon so nasser, schwerer Schnee. Aber es kommt doch heute, glaube ich, nochmal was von oben hinterher, oder? Ja, allerdings nicht so viel. Es sind einzelne Schauer, die durchziehen und die Temperatur bleibt so bei 1 Grad etwa in Iserlohn, also knapp über 0. Im Südkreis, nochmals das zu erwähnen, bleibt es unter 0. Und in der kommenden Nacht gibt es wieder Frost für alle. Also da liegen wir wieder unter 0 und dann gibt es morgen eine ordentliche Ladung. Also morgen den ganzen Tag schon mal drauf einstellen. Neuschnee, 10 bis 15 Zentimeter im Südkreis mit, denke ich mal, erheblichen Schwierigkeiten an den Gefällstrecken. Ich kann nur sagen, das wird dann noch so eine richtige Freude. Ich hoffe, dass das Streusalz reicht. Es wird schwierig, also viel, viel Neuschnee morgen im Tagesverlauf. Sparen Sie sich schon mal das Salz fürs Frühstücksei, das brauchen Sie morgen. Ja, genau. Sag noch kurz, wie es am Wochenende wird. Lohnt sich irgendwie ins Sauerland zu fahren hier, was heißt ich, Kohlberghang oder so, sicher. Skifahren? Lohnt sich immer und da taut ja nichts weg. Also ganz im Gegenteil, es kommt ja morgen diese Auflage hinzu und wir werden dann am Wochenende auch nochmal einzelne Schneeschauer haben. Zwischendrin sogar auch mal Sonne. Das Wetter ist gar nicht so schlecht am Wochenende. Längere Zeit auch mal blauer Himmel und die Temperaturen gehen wieder ein bisschen nach unten. Auch in Iserlohn dann -1 etwa tagsüber, -5, -6 nachts. Ich denke mal, das ist so durchschnittliches Winterwetter. Damit kann man ganz gut umgehen. Nicht zu kalt, also nicht diese Eisekälte, wie wir die jetzt noch vorgestern hatten und gestern Morgen noch hatten. Also das wird besser und man kann natürlich wunderbar nochmal die Winterlandschaft genießen. Übrigens, Frühling ist immer noch kein Stichwort. Also da braucht man noch gar nicht nachgucken. Die nächste Woche ist immer noch zu kalt. Damit das Schneeglöckchen mal vorbeischaut, ne, dass das so sich durch den Boden durchbricht. In den letzten Jahren war es ja häufig schon Anfang Februar so weit, dass das Schneeglöckchen zu sehen war. Mhm. Ich kann nur sagen, nächste Woche wird da wohl noch nichts draus. Es braucht noch ein bisschen. Ach, naja gut. Ändern können wir es nicht. Freuen wir uns dann also doch über den Schnee. Genau. Ich danke dir für die Aussichten, Carsten. Alles klar, alles Gute, tschüss. Tschüss, tau nicht weg. Tschüss. Sie ist heute unser Fräulein Christina mit ihrem Gefühl für Schnee. Unsere Radio-MK-Reporterin Christina Renzing konnte ihr Gefühl für Schnee heute Morgen schon bei Familie Luschek in Hema einsetzen. Da hat sie ja schon Schnee geschüppt, quasi als Geburtstagsgeschenk für Thomas Luschek. Und weil wir ja heute 100% schneefrei verschenken. Jetzt ist Christina in Westichs Backofen in Hema. Inhaber Andreas Kluge hat uns angefordert, damit Christina bei ihm Schnee schüppt. Sie hat wohl gerade die Backstube betreten, hat sie mir erzählt, und steht jetzt wohl hinter der Theke. Christina, wie geht's dir da in der Backstube? Ein Cappuccino. Kommt sonst noch etwas dazu? Hallo Nicole, vielleicht hört man es im Hintergrund schon. Unser Kunde, der uns angefordert hat, ist voll im Stress. Andreas Kluge rödelt hier. Die Kunden wollen Cappuccino, sie wollen Brötchen haben. Und deswegen, glaube ich, hat er mich auch angefordert, weil er nämlich gar keine Zeit hat, seinen Bürgersteig fertig zu machen. Aber ich muss ihn, glaube ich, jetzt doch mal unterbrechen, weil ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll. Mein Problem ist nämlich, Herr Kluge, Sie haben Ihren Bürgersteig ja schon so schön geräumt. Was mache ich denn jetzt noch? Wir haben den Bürgersteig schon ein bisschen freigeräumt für unsere Kunden, dass sie einen freien Eingang hier haben. Aber wir haben noch ein bisschen was übrig gelassen und nebenan haben wir noch eine Einfahrt und die ist komplett zu. Einfahrt klingt nach sehr viel Arbeit. Das heißt, ich habe kaum noch Zeit. Ich werde mich jetzt an die Arbeit machen. Wenn Sie mir das jetzt zeigen könnten, dann gehen wir eben schnell hin. So, ich folge jetzt Herrn Kluge einmal raus und wir gehen jetzt an der Straße vorbei und biegen jetzt um die Ecke rein in den Hinterhof. Oh, und da sehe ich das Desaster schon. Vor mir erstreckt sich eine endlose Ebene voller Schnee. Und das ist jetzt meine Aufgabe. Was schätzen Sie, wie lange brauche ich dafür?
Wenn sie gut sind, 10 Minuten. Ich glaube, dann habe ich mir doch ein Brötchen verdient, oder? Brötchen, Kaffee, was immer Sie möchten. Alles nach Wunsch. Dann kommen wir gleich wieder rein, wenn wir fertig sind. Super. Ja, dann hau mal rein, Christina. Ist ja auch ein echt schlauer Trick von Christina, so spät zu kommen, dass es dann nichts mehr zu räumen gibt. Gleich 16 Jugendliche aus Haifa haben ihren letzten Urlaub gemeinsam verbracht. Und zwar in Israel. Damit waren sie die erste Jugendgruppe nach 10 Jahren, die aus Haifa nach Israel gereist ist. Das Ganze lief über ein Jugendaustauschprogramm der Stadt Haifa. Und wegen der schlechten politischen Lage in Israel hatte die Stadt das Projekt in den Jahren davor gestoppt. Jetzt war aber eben eine Gruppe wieder da. Und Colin Nolan war einer der ersten Besucher aus Haifa in Israel nach 10 Jahren. Besonders toll war die Kamel Ranch, wo wir auch in der Wüste übernachtet haben und am Lagerfeuer uns unterhalten haben und nochmal die ganze Reise reflektiert haben. Colin Nolan und die 15 anderen Jugendlichen waren für 2 Wochen in Gastfamilien in der Stadt Pardes Rana Kakur im Nordwesten von Israel. Von dort aus ging es jeden Tag in eine andere Stadt, wie zum Beispiel Jerusalem, Tel Aviv, Bethlehem oder zum Schwimmen ins Tote Meer. Das Tote Meer war total verrückt. Es schmeißt einen die Beine nach oben und man lacht einfach nur noch. Neben den ganzen Urlaubseindrücken von Palmen, blauem Himmel und Strand hat Colin aber auch ganz andere Erinnerungen an Israel. Es gab so ein paar mulmige Gefühle schon, teilweise wenn man zum Beispiel in der Hotellobby durch eine Gruppe von Jugendlichen gelaufen ist. Die waren in unserem Alter, Jungen und Mädchen. Und die waren alle bis an die Zehen bewaffnet mit Riesenmaschinengewehren. Und dabei kamen viele Fragen auf, vor allem zu dem Thema Palästinenserkonflikt, sagt Friederike Ravens. Wie ist das eigentlich überhaupt so zustande gekommen? Warum gibt es diesen Konflikt? Warum kommt man nicht zu einer Lösung? Und gerade auch, wenn wir gesprochen haben mit den Israelis, war es unglaublich, wie sehr die darauf fixiert waren, was da auch für ein Hass wirklich ist, auf beiden Seiten auf jeden Fall, und wie sehr sie einfach damit groß werden. Der Gruppenleiterin Andrea Reich war wichtig, dass die Jugendlichen sich während des Austauschprogramms intensiv mit dem Land beschäftigen. Es muss halt auch ein bisschen pädagogischer Hintergrund sein. Das heißt, wenn eine Jugendgruppe aus Israel kommt, gehört ein KZ-Besuch selbstverständlich dazu, so wie wenn wir mit der Gruppe halt nach Yad Vashem fahren, in eine Gedenkstätte für den Holocaust. Im Sommer sollen die Jugendlichen der Gastfamilien aus Israel zu den Familien nach Haifa kommen. Und dann, sagt Friederike, genauso tolle 2 Wochen haben, wie sie in Israel hatte. War auch auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ich würde es jederzeit wieder machen. Andrea Titel, Haifa für Radio MK. Ein bisschen, ein Stückchen Israel bekommen Sie auf radiomk.de. Da sehen Sie Israel in den Sandstrand geschrieben. Unsere Radio MK-Reporterin Christina Rensing nimmt uns ja heute mit zum Schneeschippen bei Ihnen zu Hause. Wir waren schon bei Familie Luschek in Hema. Das war ganz gut da, weil nämlich Thomas Luschek heute auch noch Geburtstag hat. Und ich gehe mal ganz schwer davon aus, dass Christina da nicht nur ein Stück Geburtstagskuchen für sich abstauben konnte, sondern ich hoffe, sie hat auch was mitgebracht. Dann kann sie jetzt also frisch gestärkt beim nächsten die Schippe schwingen. Das wäre dann Michaela Lemke in Werdohl. Christina, hier sollst du ja ein Auto freikratzen. Wie sieht's denn aus bei euch? Für mich gibt's hier gar nichts mehr zu tun, denn das Auto ist schon schneefrei, es hat getaut und hier zum Schippen gibt es auch nichts mehr. Frau Michaela Lemke, was mache ich denn jetzt hier? Ich glaube, einen Schneemann zu bauen, das wäre keine schlechte Idee, da haben die Kinder bestimmt Lust zu. Ihre beiden Kinder sind ja auch ein bisschen in Zeitnot, die müssen in den Kindergarten, aber ich glaube, so ein bisschen Schneemann, das schaffen wir. Und wenn sie dann wiederkommen, dann steht hier ein wunderschöner Schneemann und vielleicht freuen sich ihre Kinder darüber. Das wäre schön, danke. So, Familie Lemke ist jetzt gerade auf dem Weg Richtung Kindergarten. Sie haben gerade die Einfahrt verlassen und fahren von dannen. Und wir werden jetzt hier in der Einfahrt einen wunderschönen Schneemann bauen. Das dauert bestimmt seine Zeit, aber ich denke, das wird auch richtig lustig. Und damit zurück ins Studio. Das war Christina Rensing für Radio MK. Dankeschön, Christina. Die ist aber mit ganz schön heißen Reifen dann vom Hof gebraust, die Frau Lemke. Ja, ich freue mich auf die Fotos, die ihr mitbringt von dem Schneemann. Die finden Sie ja ab heute Mittag auf radiomk.de.